Wer bist denn du? Das ist so typisch die Abonnenten. Sour Punch Pickle Roulette. Green Apple, Lemon Lime, Watermelon and Pickle. Es schaut so aus. Ich habe doch hier in Erwin der Sinnmops irgendwie sowas. Nee, der Stinkmops. Erwin der Stinkmops. Hallo, schön, dass du dabei bist. Ja, ich habe jetzt den Rest der Zuschauerpost, die bei mir eingetrudelt ist. Die drei Damen mussten leider sehr, sehr, sehr lange warten auf ihr Video. Es tut mir auch wirklich leid. Ich habe wohl jedem Bescheid gegeben. Es war vorher einfach nicht möglich. Aber ich hatte von allen zu hören bekommen, das wäre in Ordnung. Bei dem letzten Zuschauerpostpaket hatte ich keinen Namen genannt, ganz bewusst. Hier in dem Fall ist es jetzt so, bei einer werdet ihr es eh merken, wenn ich sage Mopspost. Ja, dann wisst ihr, das, von wem es ist. Und das andere ist von der lieben Jenny von Eden. Da kann ich es auf jeden Fall sagen. Und die dritte ist von einer meiner, was soll ich sagen, treuesten Zuschauerpostsenderinnen. Dann wisst ihr, glaube ich, auch schon, wen ich damit meine. Und ich habe mir das jetzt so übernommen. Ich hatte letztens schon gesagt, aufgrund gewissen Dinge, die ich so gehört hatte, habe ich mir jetzt überlegt, ich nenne einfach keine Namen mehr, sondern diejenigen erkennen ja ihr Paket. Und für die ist letztendlich ja das Wichtigste, nicht, dass es dann heißt, oh, die und die hat mir das geschickt, sondern zu sehen, wie ich darauf reagiere. So. Und wenn diejenige dann gerne möchte, dass sie, dass man weiß, dass es von ihr ist, dann kann sie es ja einfach im Kommentar bekannt geben. So. Und wir legen jetzt mal los. Also, vor allen Dingen bei dieser Dame jetzt muss ich wirklich sagen, Lob, Lob, Lob. Für deine Verhältnisse ist das 1% von dem, was sonst kommt. So, ne? Och nein, och Gottchen, ja gut, das kann ich vorlesen. Irene, Herzchen, ich sammle schon lange und musste schon vieles wegen MHD zwischenzeitig wegschmeißen. Und das ist wirklich ärgerlich. Aber du weißt doch, dass ich nicht so aufs MHD gucke. Also, das hättest du mir gerne zuschicken können, ganz im Ernst, weil lass mich dann einfach entscheiden, ob wir es noch futtern oder nicht. Mein Mann ist ein, was soll ich sagen, MHD-Allesverwerter, so ungefähr. Also, der futtert auch oft noch Sachen, die schon 3, 4 Monate abgelaufen sind. Das ist ihm egal. Der riecht dran, der schnuppert dran, wie gesagt. Ja, er macht eine Geschmacksprobe und dann, der ist da absolut hardcore. Ich bewundere den. Also, ich bin ja schon nicht so empfindlich, aber so. Also, das ist nun am Ende noch bei rumgekommen. Viel Freude damit und alles Liebe. It's a Disco-Kugel-Chime. So muss ich die, glaube ich, halten, ne? Keine Ahnung, warum hält man denn eine Disco-Kugel? Also, wir fangen an. Haha, wie cool von Finisher das Braten-Magic. Warum lache ich jetzt so? Weil ich letztens in meiner Box genau das gesagt habe. Auch mit hätte ich jetzt aber lieber gehabt. Vielen, vielen Dank. Super. Guava Coconut Candy. Ah, das sind so einzelne Bonbons. Guck, das könnt ihr hier sehen. Ach komm, ich mach mal eben auf. Ach, das war schon offen. Ne? Das ist egal. Das übrigens auch, das darf man. Man darf mir Sachen zuschicken, wo man getestet hatte und gemerkt hat, nee, ist nicht meins. So. So schauen die also aus. Ja, wird dann ausprobiert. Ne? Nur nicht jetzt, weil. Heute jetzt mal nicht. Ist ja kein Futter für Mutter heute mal. Ne? Wobei, wenn ich jetzt schon sehe, was da drin rumliegt. Neo Botanica Smoothie. Das ist jetzt aber nicht, wo auch dieser Neo-Riegel. Nee, der wird mit H am Ende geschrieben. Ne? Weil da, der reizt mich als Adventskalender, Leute. Diese Neo-Riegel. Weil die sollen ja angeblich tatsächlich ohne Süßstoff und trotzdem mit ganz wenig Zucker und Fett und Kohlenhydrate sein. Ne? Der reizt mich. Also dieser Bonbon aber auch. Der ist Ananas, Kokosnuss und Mango. Perfekte Kombi für mich. Also ich zeige mal eben, da ist ganz, ganz, ganz viel von diesen Bonbons drin. Die hole ich jetzt nicht alle raus. Was auch ganz niedlich ist, ich weiß nicht, wie viele jetzt da drin sind. Ich erwische auf den ersten Griff 3 Stück. Meine heißgeliebten Wally und Wiz. Dankeschön. Wer das nicht kennen sollte, das sind dänische Gummibärchen, die total polarisieren. Entweder sagt man die besten Gummibärchen ever oder man sagt, was ist das denn? So, dann Kaffeeglück. Jalador
Kaffeebohnen in zweierlei Schokolade. Ja, jetzt denkt sich mancher, was, wie, du futterst Kaffeebohnen? Ja, Leute, die sind wirklich zwischendurch ganz toll, so als Energiekick, wenn man müde und kaputt ist. Man muss den Geschmack mögen. Ich mag sowas. Die Marke kenne ich jetzt nicht. Ausprobieren. So, dann. Man merkt sie, wir haben dieselbe Foodbox. Und zwar Lavazza. Die fand ich nämlich so total niedlich. Und ja, das ist super, dass du mir den Ersatz geschickt hast, weil tatsächlich ist bei meinem Brunch, ne, der Geburtstagsbrunch, ist alles aufgegangen, was ich hatte. Ich hatte ja auch diese beiden von Lavazza. Mega! Toll, das Paket macht schon Freude. Oh, Tees! Leute, ich habe den dritten Tees! Ah, die Mascara! Habe ich übrigens jetzt drauf, ne? Und ich sehe gerade schon, ich habe mich verschmiert. Ich habe aber nur eine Schicht jetzt drauf, ne? So, Klimper, 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 Klimper. Also ich finde sie wirklich gut, muss ich sagen. Es ist nicht meine Banana Beauty, ne? Die bleibt nach wie vor Number One. Die habe ich auch, dreh das Kreuzchen. Sogar hier zwei Stück. Ne? Weil ich mal oft das schon habe, dass ich mich nochmal eben schnell mal nachtuschen möchte, wenn ich halt nachmittags gedreht habe. Aber mega, das heißt, ich habe jetzt noch eine. Das finde ich super. Die kommt aber direkt mit nach rechts, dass die nach oben kommt. Dann, oh, hier ist noch ein Moulin Whiff. Tada! Was haben wir denn hier? Ah, da haben wir Lime Coated mit saurer Zitrone. Oh, die sind lecker. Die Tretbar. Mal gucken, dass ich die vor dem 27. November esse. Nicht, weil die dann ablaufen, sondern dann habe ich einen Termin beim Diabetologen. Ich glaube, der wird die Zügel ziemlich straff anziehen. Ich fürchte es. Also, wobei ich eigentlich gar nicht mehr als sonst gegessen habe. Wirklich nicht. Aber mein Hausarzt meinte, es kann wirklich alles mit diesen vermaddelten neuen Wechseljahren zusammenhängen. Also, ne, für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, hatte sie 9 Jahre vorzeitig, weil ich damals Gebärmutter Krebsverdacht hatte und dann musste die halt raus. Und ja, bin dann vorzeitig in die Wechseljahre gekommen, hatte die schon, da schon 9 Jahre. Finde, das hat gereicht. Hatte dann 1,5 Jahre Pause und dieses Mal habe ich sie wieder bekommen. Und schlimmer als jemals zuvor. Wirklich, Leute. Ich bin ein Pulverfass. Ich könnte losheulen. Ja, Jenny schickt mir wieder irgendein Foto. Henry krabbelt. Er ist 6 Monate, er krabbelt. Ja, was macht Oma? Katastrophe. Ja, Detlef kommt nur in die Wohnung rein, guckt mich an und ich dann schon direkt, was? Schlimm. So, also, was haben wir hier jetzt noch? Wie bin ich denn jetzt eigentlich da drauf gekommen in aller Welt? Wie bin ich jetzt von Kaffee und Tretz? Ah, Diabetologe, genau. Also, der meinte, es könnte halt da alles mit zusammenhängen, weil mein ganzer Körper total spinnt, ne? Aber ein Wert von 9,0, Leute, und das... Wer sich damit auskennt, Hinweis, man sollte nicht mehr als 5,5 bis 6,5 haben. Also wenn ich dann mit fast doppelt so viel rumlaufe, not so good. Oh, und dann war das so lustig, ich habe dann erstmal, kriegst du ja nirgendwo mehr, ich erzähle mir eben noch aus dem Nähkästchen, ihr mögt das ja. Dann kriegt man ja noch nirgendwo mehr Termine, ne? Das ist wie wenn du beim Orthopäden bist oder sonst irgendein Facharzt, du kriegst ja keine Termine heutzutage, ja? Termin, Darmspiegelung nach 9 Monaten. So. Auf jeden Fall hatte ich dann halt 2 Absagen schon bekommen. Der dritte hat dann, ich habe zu der Arzthelferin, ich war halt sehr gefrustet, gesagt, sag gut, dann sterbe ich halt. Ne? Und sie so, wie bitte? Habe ich ihr dazu erklärt, wie ich im Moment drauf bin halt. Ne? Und sagt sie, ach, um Gottes Willen. Nein, 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 sagt sie, das können wir jetzt hier gar nicht verantworten. Sagt sie, ich finde es auch toll, dass sie gerade gesagt haben, naja, so viel fresse ich auch nicht. Ich gebe immer zu, wenn ich gefressen habe, aber im Moment war es nicht, ne? Und er sagt, wissen Sie was, ich lege das dem Herrn Doktor vor und wir melden uns. So, ja, dann rief sie tatsächlich zurück. Ja, wir haben für Sie einen Notfalltermin, sagte. Denken Sie bitte dran, ne? Normalerweise hätten wir gar niemanden mehr aufgenommen. Und wenn überhaupt erst mal im Februar geguckt, wen nehmen wir denn noch? Sagt sie, Sie haben einen Notfalltermin. Ich sage, sehr schön, wann denn? Ne? Ja, 27. November. Ich sage, what? Das ist hier ein Notfalltermin. Also von daher, ich habe jetzt bis Ende November Zeit, sowas nochmal zu essen. Ich glaube, danach darf ich das nicht mehr. So, jetzt Leute, weiter geht's mit Futter. Ey, Himmel, Irene, du bist erst beim ersten Paket von 3 und bist schon 10 Minuten. Salted Almonds, die kennen wir auch auf dem Adventskalender. Wer bist denn du? Das ist so typisch, die Abonnentin. Sour Punch Pickle Roulette. Green Apple, Lemon Lime, Watermelon and Pickle.
Es schaut so aus. Ich habe doch hier innen drin kein Glücksrad. Ich habe hier irgendeine feste Masse saurer Gurken. Ach, das sind so Schnüre. Ah, das ist gut. Okay, ich bin gespannt, wie es schmecken wird. Aber ich kann mir dann wahrscheinlich aussuchen, welche von den drei Geschmacksrichtungen oder vier ich haben möchte. Ne? Könnt ihr das erkennen, dass da so... Wo habe ich das denn jetzt entdeckt? Da. Guckt, seht ihr, das sind so lange Schnüre. Ja, ist für euch jetzt gar nicht zu erkennen. Na gut, ihr müsst es mir jetzt einfach glauben. Ja, oh, das reizt mich ja jetzt. Aber nein, ich kann... Heute kann ich wirklich mal nichts probieren. Oh, ein Hugo Flamingo als Lolli. Der bleibt hier. Du bleibst da. Oh, mal eins meiner Lieblingsduschgele. Kneipp, sei frei, verrückt und glücklich. So schön. Duftrichtung Glücksklee Apfelsine. Sonniger Duft nach Apfelsine. Ich liebe diese Düfte. Das ist sehr gut. Sehr schön. Danke. So, und was haben wir hier? Bio-Ursatz. Ach, mediterran inspiriert. Hab ich auch. Das war auch in einem der Foodboxen. Ist sehr gut, muss ich sagen. Ne? Das hat mich sehr überrascht. Aber ich habe gedacht, das wären dann so grobe Meersalzkörner und da wären nur ein bisschen Kräuter mit drin. Nee, nee, das ist komplett tutti grün. Ne? Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann, ob es offen ist. Wenn nicht... Nee, ist noch zu. Deswegen lasse ich es einfach zu. Aber ist halt tatsächlich so. Also man muss da wohl wirklich mit der Dosierung aufpassen. Ne? Also das ist gar nicht so einfach. Rituals. Wie süß. Rituals of... Sing your path to inner peace. Ich liebe deep... Mein Gott. Deep... Sleep Pillow. Sprech. Also war auch wirklich ein Zungenbrecher. Also, das ist dieses Art Kopfkissenspray, was ihr nehmen könnt. Wo Margarita... Wo ich so... Nein, 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 nein! Also, wo habe ich das? Habe ich hier auch noch. Wartet. So ähnlich ist es vielmehr. Das hier ist wirklich dieses Erfrischungsspray. Falls noch irgendjemand den Fehler mal jemals macht. Das hier ist kein Parfumspray. Das kommt auf Klamotten, Couch, Kopfkissen. Und die hier sind speziell für die Kopfkissen gedacht. Die sollen dazu führen, dass man dann besser schlafen kann. Ich weiß gar nicht, vielleicht gebe ich das sogar an Jenny weiter. Ich muss mal gucken. Das arme Mädel leidet immer noch sehr darunter, dass er nicht immer durchschläft. So. Ach, die kenne ich noch. Die habe ich damals mit Corinne gehabt. Haha, wie cool. Kennt ihr die auch noch? Diese Glibberdinger? Die hatten wir damals mal in irgendeiner Box drin gehabt. Und haben die bei ihr live so probiert. Dann könnte ich jetzt eigentlich ja wieder mit nach Corinne. Ich glaube, ich nehme ein paar Sachen mit nach Corinne, fällt mir gerade auf. Und die testen wir bei ihr. Ha, ich fahre ja jetzt, ne? Und bin ja vom 20. an wieder... Bei Corinnchen? Warte mal, sie hat mich ja verbessert. Ah, ich fahre ja nicht nach Corinne. Ist lustig, sehr lustig, wenn eine Luxemburgerin, einer Deutschen, die eigentlich bis dato immer 1 und 2 in Deutsch gestanden hat, eine Verbesserung im Sprachgebrauch mitteilt. Also, da kommt vielleicht ein bisschen der Niederrheiner in mir durch, weil ich sage, ich fahre nach Corinne. Dann hat Corinne mir aber erklärt, nein, das heißt zu Corinne. Ich sage, nee, ich fahre nach Perl, aber zu Corinne. Ja, das ist richtig, aber ich fahre nach Corinne, ne? Sagt er, was willst du von mir? Ich sage, ich fahre nach Perl zu Corinne. Das ist richtig. Aber wenn ich nicht extra vorher sage, dass ich nach Perl fahre, fahre ich nach Corinne. Und sie so, hä? So sagst du, guck bei Wikipedia. So, und da steht tatsächlich als Erklärung, nach sage ich, wenn es sich um Länder und Städte handelt und zu, wenn es sich um Orte und Personen handelt. Jo, also müsste ich sagen, ich fahre zu Corinne. Aber nein, ich sage weiter, ich fahre nach Corinne. So, und dann können wir da die Sachen ausprobieren. Leute, ich springe heute wieder von Hühnerhort, ne? Wenn es euch zu lange dauert, macht Pause und guckt morgen weiter. Und hier haben wir meinen pflanzlichen Schokopudding von Dr. Oetker. Ich mag den in der Tat wirklich sehr gerne. Ich weiß, viele mögen den nicht und sagen, das hätte so einen Beigeschmack, so einen pulverigen, finde ich nicht. Also mir schmeckt der gut. Super. Ja, und dann habe ich hier noch, wie gesagt, ganz, ganz viele von diesen Neo. Ich danke dir. Das war wirklich ein Paket, wo ich nicht mit dir schimpfe, wo ich mich sehr drüber freue, dass da auch nicht ist, wer weiß, was an Kosmetik drin ist, außer der mega tolle Tees. Ja, das ist super. Perfekt. Ich habe Nachschub für einen Kaffee. Ich habe hier für in der Schule die mitzunehmen. Ich habe die, die ich hoffentlich noch weiterhin darf. Es ist toll. Ach so, und dann habe ich noch hier einen. Ja, den habe ich immer noch nicht probiert. Ich habe den auch von jemandem geschenkt bekommen.
Ich habe die immer noch nicht probiert. Muss ich mal machen. Beziehungsweise doch, ich hatte sie probiert, aber jetzt nicht nochmal. Oh. Gut, wenn man was reinpackt und dann fällt alles runter. So, Leute, Zuschauerpost. Biber. Wir machen erst mit Biber weiter und Jenny mache ich dann zum Schluss. So, und deswegen, da kann ich halt sagen, dass es Biber ist, weil ihr hättet es eh alle sofort erkannt, wenn ihr hier seht, Happy Birthday, liebe Irene, kleine Mopspost. Dann hättet ihr eh gewusst, von wem das ist. Na, das ist Erwin. So, und da aber Erwin ja nun mal mit seinen Pfötchen nichts zur Post bringen kann, hat das dann natürlich das liebe Herrchen, nämlich der Ulf, gemacht und den Inhalt reingepackt hat dann das liebe Frauchen Biber. So, mal gucken. Mit ihr hatte ich auch geschimpft. Ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr diese Riesendinger. Ich sage, ich brauche keine Seifen aktuell, ne? Keine Seifenreiniger, keine Pinselreiniger. Bin mal gespannt, inwieweit sie sich dran gehalten hat. Und der Dreck, als erstes hole ich die Seife. Oh. Okay, jetzt muss ich aber fairerweise sagen, es ist die Pflegeseife Fuchur mit Waldmeister. Jetzt, ihr wisst ja, sie stellt alles so mit Seifen halt her, ne? Jetzt muss ich fairerweise sagen, ich hole ihn mal raus. Er ist schon extrem knuffig. Aber du solltest doch nicht. Mann! Weil genau das Problem habe ich nämlich bei mir auch. Die kriegen alle jetzt schon, dass die sich so absetzen. Oh, der hat einen Bart! Okay, er ist süß. Und der Duft ist auch schön. So, jetzt packen wir das schnell noch mit da rein. So. Einmal. Und da sehe ich noch einen. Okay, das kann ich dir jetzt verzeihen. Erwin, der Sinnmops, irgendwie sowas. Nee, der Stink. Stinkmops. Erwin, der Stinkmops. Oh ja, das stimmt. Der kann ganz gute Häufchen machen, sage ich euch. Also, nicht Häufchen. Also, pupsen. Häufchen weiß ich nicht, welche der macht. Er pupst ordentlich. Ist auch total süß. Also, das lasse ich jetzt gelten, dass ich in einer Mopspost von Erwin was drin habe. So. Ach, der kleine Fingerpuff. Ja, der ist wirklich... Ich war ja erst dagegen. Ja, ich hatte den ja auch in der Box. Glossybox oder wo es war. Aber ich habe dann selber für mich festgestellt, der ist wirklich gut für hier, wenn ich mich hier wieder verschmiere, das wegzutupfen. Weil ich habe das Problem im Moment, ich habe ein neues Fixing-Spray, ich weiß jetzt gar nicht, sogar von einer ganz bekannten Marke eigentlich. Naobay. So, aber das ist, als wenn ich duschen gehen würde. Also ich muss das irgendwie umfüllen in eine andere Flasche, weil wenn ich das benutze, bin ich erstmal hier und dann läuft mir meine ganze Mascara runter und dann, ja. Von daher auch sehr schön. Die, oh, perfekt. Die kommen mal direkt rein. Ich bin nämlich schon gerade die ganze Zeit hier rum am Hantieren. Von daher kommen die direkt jetzt schon mal zum Einsatz, Biber. So, einmal, zweimal. Zack, bumm, rein. Haben wir die schon mal drin. Siehst du mal? Da hat es sich doch schon für gelohnt. Ja, man muss die eigentlich so verkeilen, sehe ich gerade. Ach du je, okay. Wenn ich das hinkriege, müssen wir mal eben gucken. Verkeilen. Doch, ist verkeilt. Na, aber hier ist noch nicht verkeilt. Hält trotzdem. Ist alles gar nicht mehr so einfach so. Warum musst du denn rein? Hä? Siehst du, jetzt versuche ich das reinzukriegen. Jetzt mache ich mir die ganze Frisur kaputt. Ich lasse es jetzt so. Wir lassen es jetzt so. Lip Liner von Velvetines Line Crine. Ist das der in dieser LE drin war? Guck mal, können wir direkt ausprobieren. Da habe ich gerade gar keinen drauf. Obwohl Biber weiß, dass ich eigentlich so gut wie nie Lip Liner benutze. Und zwar ist das einfach dem geschuldet, ich quassele immer so viel, dass dann so im Laufe des Tages mein Lippenstift weg ist. Und wenn man dann aber noch den Lip Liner vorher gezogen hatte, dann hast du hier den Lip Liner und hier ist leer. Aber er passt von der Farbe schon mal direkt perfekt, ne? Dann bleibst du auch mal direkt hier dahin. So. Da ist, ich hatte nämlich geschrieben, weil es ist immer so süß mit Biber. Die schickt mir so viele Fotos. Obwohl jetzt im Moment hat sie sich total zurückgenommen, muss ich sagen.
für irgendwelche Paletten oder was gibt es jetzt wieder an Sonderedition oder. Und fragt dann immer, oh, und möchtest du? Und dann ich immer so, nein. Oder wenn sie bei sich irgendwas aussortieren, möchtest du? Nein. Weil ich mich halt komplett jetzt eingeschränkt habe. Und bei der hier hatte ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung, dass sie mich gefragt hatte. Ich glaube, das war dann eine der großen Ausnahmen, wo ich gesagt habe, ja. Und dann, als ich ihr dann gesagt habe, nein, Biber, ich will das nicht, schick mir bitte nichts mehr mit Beauty-Paletten oder sonst was. Da kam so ein ganz trauriges, aber da hast du gesagt, das wolltest du haben. Das war total süß. Und ich sag, was wollte ich haben? Na, nur die Jeffree's da. Ich sag, ja, stimmt, die wollte ich haben. So. Da möchte ich bitte auch keine Kommentare zu haben, dass ich jetzt hier eine Jeffree Star in die Kamera halte und mich darüber freue. Man kann über ihn sagen, was man will. Ja, und zwar ist es auch schon einige Jahre her. Aber man kann sagen, was man will. Make-up hat er drauf. So, und zwar ist das die Mini-Controversary. Oh. Oh, die ist kaputt gegangen, Biber. Oh nein. Da, ausgerechnet der Blaue ist kaputt. Och nö. Och, Menü. Okay, wartet, ich muss mal... Ach, scheiße. Entschuldigung, Schitte. Ihr seht, wie das Deckblatt aussieht. Warte mal, wir haben doch Dreck hier am Tuch. Och, Mann. Das ist jetzt richtig, richtig schade. Och, Mann. Siehste, Biber, Paletten sollen einfach nicht mehr zu mir. Ich mache mal eben Pause, weil ich die ein bisschen sauber machen muss. Ach, wie schade. Also ich weiß nicht, was in aller Welt passiert ist, weil ich weiß nicht, inwieweit ihr das jetzt hier erkennen könnt. Zum einen ist da ganz viel jetzt von dem Blau mit drauf, bei dem Hellen. Und dann ist der auch gebrochen. Hier ist der gebrochen. Der Blaue ist, wie gesagt, richtig tief gebrochen. Dass ihr das sehen könnt. Also hier ist ein richtig, richtig tief, da seht ihr, ist ein richtig tiefes Loch. Hier oben ist auch kaputt gebrochen. Ich hatte noch einen. Hier in dem Grün ist auch, also die Palette hat irgendwie einiges abgekriegt. Das ist natürlich jetzt schade. Kann passieren. Ist dann halt jetzt so. Deswegen kann ich sie ja trotzdem benutzen. Man muss halt dann nur aufpassen, das war in letzter Zeit meine Erfahrung, wenn die einmal irgendwie gebrochen waren, und die werde ich jetzt nicht pressen deswegen, dann haben die das ganz gerne, dass die sich dran halten mit Krümeln. Das ist dann leider so. Aber trotzdem, wunderschöne Farben. Ich swatch sie jetzt auch mal trotzdem eben. Wobei ich mir dann auch mal direkt hier irgendwie ein Reinigungstuch mal raushole. Oh, 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 oh. Weil das werden sehr kräftige Farben jetzt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bevor ich mir hier alles einsaue, nehmen wir mal sicherheitshalber direkt ein Reinigungsdürchchen. So. Dann legen wir mal los. Also, ich möchte auf jeden Fall dieses kaputte Blau probieren. Oh, die ist wunderschön. Oh, guckt euch das doch mal bitte an. Oh, da brauche ich gar nicht so viel. Und ihr seht es schon, das ist ein Strich, den jetzt mal. Jetzt guckt mal, je mehr ich drüber gehe, das ist echt schon mal sehr gut. Den Grün möchte ich auf jeden Fall wissen. Auch mega. Ich mache jetzt, wie gesagt, von allem nur so mit einem kleinen Strich, ne? So, und dann haben wir noch ein Fingerchen frei und dann nehmen wir oben so diesen Goldton, den My Boyfriend's Purse. Ach, okay. Da hätte ich jetzt gedacht, der wäre mehr so in einem Goldbereich, aber der ist eher dezenter. Also, es sind schon, das ist das, was ich sage, Farben kann der. Der kann einfach Beauty. Und das seht ihr jetzt auch da dran, ich jetzt gerade schon mal direkt es schon gar nicht mehr runterkriege von den Fingern. Leute, das färbt ja direkt ein. Okay, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob ich das so gut finde, dass der mich hier direkt so einsaut. Obwohl ich jetzt hier gerade mit dem Lilly-Tuch, ja gut, das ist jetzt ein Feuchtigkeitstuch, aber trotzdem, ich krieg's gar nicht mehr runter. Ach, Junge, Junge, Jeffree, was hast denn du da für eine Chemie mit drin? Obwohl, das will man gar nicht immer überall wissen. Da muss man halt ein bisschen mehr putzen, Frau Hormes, und dann kriegt man das auch weg. Zur Not nehme ich gleich einfach was von dem Micellenwasser. Warte mal, damit kriegt man immer alles sauber. So. Ja, jetzt dürft ihr mir hier gerade mal 2 Minuten lang beim Saubermachen zugucken, aber ich muss das runter haben. Stellt euch mal vor, ich packe jetzt irgendwas an. So. Ja. Zufrieden. Also vielen, vielen Dank, liebe Biber. Sei nicht allzu traurig, wenn ich dir gleich schreibe. Aber ich muss es dir ehrlich sagen, dass sie dann so einiges abgekriegt hat.
Schade, schade, schade. Aber sie ist trotzdem wunderschön. So, dann, hier habe ich die Karte. Also, was, zu deinem Geburtstag wünsche ich dir, kann ich nur immer sagen, ich sende dir immer eine kleine Mopspost. Ich hoffe, du kannst alles lesen. Mein Schriftbild ist doch recht klein. Ich hoffe, das wird wieder schöner. Liebe Grüße. Total. Okay. Ja. Also, da sage ich jetzt, da stehen auch sehr viele private Worte, die lese ich jetzt nicht vor. So, also, hooray, happy your day. Ich sagte ja schon mal, irgendjemand sagt bestimmt, wie oft hat die noch Geburtstag. So, hier sind noch eins, zwei, drei Tüten noch drin. Hilfe. Plus noch zwei Masken. Einmal die Shea Butter von Misha und einmal die Honey. Ich weiß nicht, willst du mich jetzt doch überzeugt bekommen, weil ich hatte letztens Misha probiert und hatte dann gesagt, ich war da gar nicht so begeistert von. Hatte den Hype darum dann gar nicht so verstanden, den viele haben. Also bei mir, aber das hat man manchmal, dass die bei einem selber vielleicht nicht so wirken, wie sie bei jemand anders wirken. Ne? Das ist halt so. So, jetzt packe ich das erstmal nach da. Ich muss hier eben mal ein bisschen Ordnung schaffen. Dass ich das jetzt hier gleich alles ordnungsgemäß wieder nach oben bekomme. Das nach da, das nach da, das nach da, das nach da. Haben wir alles? Ja, haben wir. Die Karten müssen auch mit nach oben. Ich habe da oben, wisst ihr ja, meine Kiste. So, und jetzt schauen wir rein. Ganz süß ein paar Tütchen. Ich habe hier irgendwas Weiches. Könnte Futter für Mutter sein? Nö. Was bist du? Oh, danke. Jetzt wird sich mancher denken, du kannst dich doch nicht wirklich immer noch jedes Mal darüber freuen. Doch kann ich, Leute. Das ist das Avant Parfum, das Persian. Das ist super. Hau ich mir direkt drauf, weil ich habe es nämlich heute Morgen auch schon drauf. Oh, ich liebe es. Ich bin süchtig wirklich nach denen. Das ist immer ganz toll, wenn immer noch solche Anfragen kommen. Du, ich hätte noch, möchtest du? Ja, was kriegst denn du dafür? Und da übrigens auch einen ganz lieben Dank. Ich frage ja wirklich und ich frage ernsthaft. Ja, das ist nicht so aus Höflichkeit. Ich frage mal und hoffe, sie sagen nein. Sondern ich meine das auch so, weil es sind ja auch Unkosten für euch, wenn ihr mir das zum Beispiel zuschickt oder so. Ja, fast immer heißt es, nee, will nix. Danke. So, das ist ja so irgendeine Mini-Palette, oder? Guck mal, ganz süß. Ach, kriege ich den? Nee, bestimmt nicht, ne? Kriege ich den so runter, dass ich den für mein Dings benutzen könnte, für meinen Budget-Planner? Oh, das wäre jetzt cool, wenn das klappt, weil ihr wisst ja, ich liebe Giraffen. Nein, das klappt nicht. Oh. Also der ist zwar heil, aber der wird nicht nochmal kleben. Nee, leider nicht. Vielleicht, wenn ich den einfach mit dem... Nee, funktioniert nicht, Irene. So, was haben wir denn? Milani. Shimmering Face Palette. Jetzt müsste ich wieder wissen, ne? Jetzt kommt wieder. Falls jetzt irgendwer sagt, von wegen die... Na, nee, sage ich jetzt nicht. Also, mir sagt die Marke jetzt gerade gar nichts. Ich zeige sie euch jetzt auch nochmal so. Ich swatche sie jetzt nicht. Also, im wunderschönen rosa Bereich. Ne, ich lasse jetzt im Moment noch zu. Milani, muss ich echt mal googeln. Ich kenne es nicht. So, kann ich so, dass es nicht so spiegelt. Das ist im Moment so, so, ne? So, Irene, so geht's, ne? Da sind tolle Farben drin, auch mit so einem kleinen Goldtouch. Ja, danke schön. Muss mal gucken, wie gesagt, das ist ja das, was ich zu dir gesagt habe. Ich, in der Richtung habe ich eigentlich so viel. Ne? Deswegen weiß ich wirklich noch nicht, mal gucken, ob ich die benutze. Vielleicht gebe ich die sogar an Lilly weiter, wenn du damit einverstanden bist. So, und hier habe ich drei... Ach nein, genau passend dazu. Na, ihr wisst, da gerade eben benutzt. Was haben wir denn da jetzt drin? Fangs. Noch ein Eyeliner. Ja, aber nicht die gleichen Farben, oder? Nee, guck mal, cool, das sind zwei unterschiedliche. Könnt ihr sehen, ne? Der ist mehr so in dem Braunton und der ist halt so in diesem Rot-Orange-Ton. Die kommen direkt beide hier rein, komm, perfekt. Obwohl, nee, die packen können wir weg, tun wir da hin. So, die passt doch perfekt. Da freue ich mich drüber, das ist gut. Ich benutze zwar selten Eyeliner, wie gesagt, Eyeliner, die auch wenig. Lipliner, aber... Oh! Okay, von NYX, der Jumbo.
Multi-Use Face Stick. Wie Face Stick? Ich soll mir den ins Gesicht tun? Ein Foundation? Pass auf, ihr wisst jetzt gleich, warum ich hier gerade so was wie what. Ich suche nur was, wo ich das mit zeigen kann, dass das so rüberkommt, was das für eine knaller Farbe hier ist. Vielleicht mit dem Grün? Ja, gucken. Guckt euch das mal bitte an. Halte ich euch den richtig rum? Nee. So. Guckt bitte mal. Ja, Hilfe. So. Also, muss ich jetzt mal gucken, ist der für... Oh, aber hier kommt der gar nicht so extrem rüber, lila tonmäßig. Eher sogar ein sehr schöner Farbton. Das kann ich mir sogar durchaus vorstellen, wenn man sich den so drauf macht und dann hier verblendet. Wird ausprobiert. Wird ausprobiert. So, und hier habe ich Garancia, da habe ich schon mal irgendwas von gehört. Diabolik Tomate. Also irgendein 24-Stunden-Creme mit Tomate? Noch nie gesehen. Nee, ist auch noch zu. Lass ich dann jetzt eben auch mal zu. Da beschäftige ich mich erstmal mit einer Tomatencreme. Das muss ich googeln. Aber mich irritiert dieses Diabolik. Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Wenn jemand anders schon weiß, was es ist, kann er ja gerne sonst im Kommentar schreiben. Ich weiß es halt jetzt gerade gar nicht. Pulpte Tomate. Hightech du Potager. In Formuli Hightech du Potager. Ja, das Gesicht. Ja, also... Das war Nummer 2. Danke, danke, danke. Wie gesagt, ich hoffe, ne, wenn du damit einverstanden bist, wandert das wahrscheinlich dann nach Lilly. Das nächste. So, jetzt kommen wir zu Jennys Paket. Ja, da dreiviertel Stunde, was soll's. Also, die liebe Jenny von Eden hat mir auch ein Päckchen geschickt. Vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme. Ich habe ja erst gedacht, das wäre das Rache-Paket. Und dann sagte sie zu mir, wir haben gar kein Revanche-Paket mehr offen stehen. Ich sage, echt nicht? Da habe ich gedacht, okay. Ich sage dann, vielen, vielen Dank. Dann freue ich mich ja noch umso mehr. Wobei, ich muss sagen, mit mir hatte sie geschimpft. Ich durfte ihr nichts schicken zum Geburtstag. Also eigentlich geht sowas ja nicht, Jenny. Ne? Zu einem sagen, du schickst mir aber nichts und dann aber selber was schicken. So. Das passt ja wohl jetzt mega zu Halloween. Isana Augenpads Hydrogel. Die haben Geisterform. Wie cool, bitte. Das sieht mega. Oh, Hugo Flamingo, die Pink Perfection hatte ich auch gesehen. Dankeschön. Ich gucke heute die ganze Zeit nicht nach da, ne? Also sprich da, zu euch hin. Entschuldigt, ich bin ein bisschen durch den Wind. Oh, das kann nur ein Duschgel sein. Und das ein Toner. Es gluckert. Und das könnten zwei Pinsel sein. Wir machen mal auf. Du, das extra so noch verpackst du. Ist ja cool. So. Oh. Also jetzt macht sie nicht wie früher in hier, genau wie ich, in der Knisterfolie. Jetzt packt es da so fest mit dem Kleber. Denn ich bin eine alte Frau geworden. Ich kann das alles nicht mehr. Ich habe nicht mehr die kräftigen Arme und Hände. Dann dauert das hier 10 Minuten, bis ich so eine blöde Verpackung aufkriege. Hilfe! Ach, so. Ach nein! Den Sirene Aquagel Refreshing Toner. Wie cool. Dankeschön. Warum grinse ich jetzt so? Jenny und ich hören uns immer sehr, sehr gut zu, was die andere erzählt, was sie gerne hätte. Und ich hatte mich geärgert, dass ich den nicht bekommen hatte. Der sollte ursprünglich... Ich habe den wohl schon von anderen Zuschauerinnen auch zugeschickt bekommen vor geraumer Zeit. Der war sollte angeblich mit drin sein, wenn man... Ich meine zumindest, das war das mit dem Glossybox-Abo. Und ich hatte es aber nicht bekommen. Da habe ich mich ein bisschen drüber geärgert. Und jetzt habe ich es. Das ist ein richtig, richtig guter Toner. Kann man nicht anders sagen. Der ist wirklich gut. Wundert mich, dass du den weggibst. Aber ich glaube, da war irgendwas, dass du gesagt hast, du kommst damit nicht so gut zurecht, glaube ich. Ne? Wartet mal, mach das mal eben hier rein.
Rinne, mach ruhig. Die warten zwar schon seit 45 Minuten, dass du dieses Video beendest, aber füll ruhig erstmal den Müll hier raus. Ja, mach das mal alles erstmal in Ruhe. Ach Gott, das muss ich jetzt auch machen, das Duschgeld. Nächstes Mal packe ich erst die Geschenke aus. Und dann gehe ich ins Video. Ich sage mir hier gerade alles ein, Jenny. Ich wiederhole, was hast du in aller Welt für einen Tesafilm? Habt ihr den irgendwie im Krankenhaus dann irgendwie, wenn er die Patienten irgendwie ans Bett fesseln müsst oder so, wenn die Räder. So, darüber macht man keine Scherze. Ja, aber ich habe letztens, wie ich 4 Stunden eine Intensivstation. Ach nein! Ah, Moment. Als ich da 4 Stunden in der Notaufnahme warten musste, da kamen nämlich so ein paar sehr Betrunkene an. Und da habe ich direkt gesehen, die mussten da ein bisschen durchgreifen mit denen. So, pass auf, Leute. Das wird cool. Tada! Ihr seht doppelt. Cool. Jenny wird jetzt garantiert im Video, als ich das ausgepackt habe, von der anderen gerufen haben. Oh nein! Ich finde es trotzdem toll. Ich habe gesagt, ich mag's. So, vielen, vielen Dank. Ich fange jetzt auch nicht mehr an, immer dieses, oh, ihr sollt doch nicht. Und Jenny hat es, glaube ich, inzwischen auch verstanden. Sie sagte in ihrem letzten Video mit der Zuschauerpost von der Karin auch, ja, es ist ja nicht und es ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ne? Nee, genau, ist es nicht, aber wir freuen uns. Und Jenny machte zumindest den Eindruck, als wenn sie sich auch riesig gefreut hat. Und dann denke ich, juhu. So, also Pinsel. Oh, du schickst mir den Colourpop-Pinsel. Hast du den doppelt und dreifach oder warum schickst du mir den? Weil der schaut so aus, ist richtig schön festgebunden. Das heißt, den kann ich wunderbar dafür nehmen, dass ich mir hier dann die Linie ziehe. Super, der kommt aber mit nach oben. So, und dann hier von Appeal Gel Lip Liner. Wieso schickt ihr mir jetzt alle Lip Liner? Denkt ihr euch echt alle? Sehe ich so schlimm ohne Lip Liner aus? Ich meine, jetzt habe ich ja einen drauf. Aber frage ich mich gerade. Oh, ich bin total verschmiert. Frage ich mich gerade. Ist das so der dezente Hinweis? Fang endlich an, Lip Liner zu benutzen. Vielen, vielen Dank. Oh, da kommt aber noch was, sehe ich gerade. So, ich habe ein ganz süßes Kärtchen. Das werde ich aber nicht vorlesen. Einfach aus dem Grunde ist die hübsch. Weil die Jenny das auch nicht mag. Die mag es nicht, dass man Karten vorliest. Und deswegen lese ich die mir gleich ganz alleine privat durch. Werde mich da riesig drüber freuen. Und mich noch mehr über diese Schokolade freuen. Oha, auch das hat sie sich gemerkt. Karamell-Meersalz. Ich liebe Schokoladen, die so sind. Das Highlight wäre jetzt noch, wenn hier innen drin das Karamell noch so flüssig rauslaufen würde. Oder Pfeffermünze noch mit da drin. Jetzt denkt sich mancher, jetzt dreht sie durch. Karamell-Meersalz und Pfeffermünze. Leute, die Kombi ist mega. Die habe ich mal in irgendeiner Foodbox gehabt. Ich weiß gar nicht mehr in welcher. Da habe ich noch gedacht, die würde ich mir hier glatt nachkaufen. Total spookiger Geschmack, aber mega. So, das war's, ihr Lieben. Ihr habt es geschafft. So, irgendwas um die 40 Minuten, glaube ich, sind wir nachher. Vielen, vielen Dank euch dreien. Ne, es waren wunderschöne Sachen, worüber die ich alle wirklich, also bis auf, wie gesagt, ein einziges Teil, wo ich mir nicht schlüssig bin und ich muss rausfinden, was das, wie gesagt, ist, kann ich die Sachen wirklich gebrauchen. Und deswegen... Das sind mir so die liebsten Päckchen, die so klein sind. Na klar freut man sich auch über ein Riesenpäckchen. Das soll jetzt total nicht undankbar klingen, ja. Aber Fakt ist, bei so einem kleinen, da hat man oft eine hohe Trefferquote, dass diejenige sagt, genau meins. Deswegen, so. Ja, das war's jetzt. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch irgendwas Wichtiges sagen möchte. Ich gucke gerade noch von links nach rechts. Nö. So, meine Monsterbox steht da. Die muss ich auch noch abdrehen. So. Also, ihr seht, es gibt nach wie vor auch, doch, das kann ich noch sagen, es gibt immer noch bei mir nicht nur Sparspiele. Es gibt nach wie vor all die Videos, die es sonst vorher auch immer gab. Weil so manche jetzt meinten, nö, du hast nur noch Sparspiele. Nein, Leute, ich habe genau die gleiche Anzahl Boxen, die ich euch zeige, die gleiche Anzahl Foodhaul, die gleiche Anzahl Zuschauerpost, wenn ich sie kriege. Und wenn das Wetter es zulässt und meine Laune es zulässt, gibt es Vlogs.
hat sich nichts geändert. Ich habe nur noch zusätzliche Beispiele. Bin, wie gesagt, natürlich traurig darüber, dass die so wenig geguckt werden. Ja, das schon. Zumal es meinen Kanal runterzieht, ne? Hier in den Analytics. Das ist halt auch so, aber ich habe lange überlegt, lasse ich sie drauf oder beende ich es? Weil, wie gesagt, es schadet aktuell so ein bisschen meinem Kanal, dass ich da noch keine 100 Aufrufe für habe. Aber es macht mir Spaß und ich weiß, es sind ein paar wenige, die haben auch Spaß dran und dann mache ich es halt für uns, für die paar wenigen und mich. Ja, und mein Kanal wird schon irgendwie verkraften. So, ihr Lieben, das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.